Ein Thema, was uns auf diesem Kanal ja immer und immer wieder beschäftigt, ist der 12-monatige Anbau von Nutzpflanzen und damit verbunden natürlich auch die Möglichkeit, in jedem Monat irgendwas Essbares aus seinem Garten holen zu können. Und besonders wichtig sind dabei die Wintermonate. Und genau darum geht's, weil Heinrich, da sind wir heute wieder zu Gast, hat wieder Jungpflanzen vorgezogen. Und zwar gar nicht mal so wenig, oder ist auch nur ein Teil davon, was er hat. Wir sprechen gleich über verschiedene Sorten, geben euch ein paar Tipps über den Anbau von Wintergemüse, gucken uns mal an, was Roggenbollen sind und einiges anderes bestimmt auch noch. Also dranbleiben. So, wir haben ja jetzt schon fast September. Viele Winterkohlarten sollten jetzt schon im Boden sein. So zum Beispiel Rosenkohl, der ist bei mir schon so groß. Na, der braucht schon was länger, bis der reif ist. Das sind jetzt aber Sorten, von denen du jedenfalls zum Teil weißt, das funktioniert jetzt noch. Ja, genau. Bei einer Sache hast du mir gesagt, das willst du selber mal ausprobieren. Das ist ein... Das ist Spitzkohl und Weißkohl, aber die kleinen, nicht die ganz großen. Mhm. Und hoffst du, den noch dieses Jahr zu ernten oder dann nach dem Winter? Nee, dieses Jahr noch. So, jetzt kann man das ja so ein bisschen aufteilen. In Pflanzen, die du dann erst im nächsten Jahr erntest, genau, ja. Die du jetzt im Herbst noch erntest und die du dann mitten im Winter ernten kannst. Fangen wir mal mit der diesjährigen Ernte noch an. Was hast du denn hier? Das wäre dann der Chinakohl zum Beispiel. Klar, okay. Chinakohl, für den ist dann auch irgendwann Schluss. Der geht so bis Mitte Dezember. Wenn dann die starken Fröste kommen, wird er irgendwann matschig, wenn er wieder auftaut. Der Salat, das ist, was ist das? Das ist die Sorte Teufelsohren. Der ist auch relativ robust, auch nicht komplett frosthart, in der Größe schon, aber der wird ja noch wachsen bis zum Winter und dann... Das hieße, wenn du so kleine Pflänzchen jetzt nochmal im November hinstellen würdest... Die würden überwintern. Die würden auch, wenn die komplett mit Schnee zu wären, ja. Überwintern? Der Schnee ist ja wie eine Isolierung. Mhm. Du hast mir aber eben gesagt, du wirst im September nochmal was anderes neu aussäen, und zwar Winterkopfsalat. Genau. Da gibt es auch verschiedene Sorten. Ich hatte in meinem letzten Video ja auch ein paar Sachen über Salate gesagt. Und so die Faustformel so, ist, wenn du so ganz dünnblättrige Salate hast, wie ein Eichblattsalat, die sind nicht so gut für den Winter. Jetzt eher zu den etwas dickblättrigen. Genau, die sind halt robuster. Zum Beispiel Endivien. Oder dieser Winterkopfsalat, das ist ja auch schon ein bisschen anders vom Geschmack, also von der Festigkeit. Der ist knackiger. Das ist einfach eine andere Zellstruktur, denke ich mal. So, was hätten wir denn jetzt für die Ernte im Winter? Und es müssen nicht unbedingt die Sachen sein, die hier stehen. Also was? Also im Winter der Grünkohl halt, auch verschiedenste Sorten. Palmkohl. Wobei der nicht ganz so winterhart ist. Geht, ne? Das geht. Dann hier russischer Palmkohl, der ist sehr winterhart. Dieser Federkohl? Ja, genau. Einmal in lila und in weiß. Ja gut, ich denke, wenn er in Russland wächst, der ist dann andere Kälte gewohnt. Und diese englischen Sachen, hast du den auch wieder, den January King? Ja. Der sieht eigentlich aus wie ein Weißkohl, total die spannende Kohlart. Und das hatte ich auch schon gesehen, mitten im Winter, bei Schnee kann der geerntet werden. Im Februar hatte ich den. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die du dann erst im nächsten Frühjahr beernten kannst. Und ich denke, das ist der Winterbrokkoli und der Winterblumenkohl. Genau, der wird jetzt gepflanzt oder auch was später. Über Winter dann. Wie spät kannst du den noch pflanzen? Mitte, Ende September. Du stellst ihn aber nicht komplett ins Freiland, du stellst ihn ein bisschen geschützt, oder? Den Blumenkohl, quasi wenn die Tomaten rauskommen, kommt dann der Blumenkohl rein. Der Brokkoli hält das aus. Weil der Blumenkohl neigt dazu zu faulen, wenn er zu nass wird. Und der Brokkoli ist da sehr robust. Du hast ja eben gesagt, dass bei dem Salat, der soll relativ klein sein, wenn der überwintert wird. Dann, wie ist das mit dem Kohl hier? Bei dem ist das relativ egal. Also der wird jetzt gepflanzt, dann wächst er noch ein Stück. Sobald der Frost kommt, hängen halt die Blätter runter. Wenn es wieder warm wird, taut es auf und die gehen wieder hoch. Also da darf man sich dann auch nicht verleiten lassen zu sagen, die Pflanze ist kaputt. Raus damit, ruhig dann stehen lassen. Du hattest mir ja letztes Jahr so eine Handvoll Winterkäfen, das ist eine Erbsenart, die frostfest ist, gegeben. Genau, ja. Für meinen Garten hat es ja letztes Jahr noch nicht so viel Platz. Nee, da habe ich noch keinen Platz für. Dieses Jahr hast du von mir 300 Gramm Saatgut zurückbekommen. Und hat ganz gut geklappt, aber der Fehler, den ich bei einigen anderen schon gesehen habe, die werden einfach zu früh in den Boden gebracht. Ja. Und das ist dasselbe Problem wie mit dem Salat. Die sind schon zu groß und dann kommt der Frost und gehen sie kaputt.
Genau, bei mir waren die so groß, der Frost kam, die sahen ein bisschen komisch aus, Frost war dann weg im Frühjahr und dann fingen sie wieder an zu wachsen. Und die Blüten sahen super aus, kann man nicht sagen, geschmacklich auch top, aber ja, ist halt es ist eine Spielerei. Ist eine Spielerei, weil wenn man frühzeitig im Frühjahr Erbsen rausbringt, dann... Die werden zeitgleich reif, ja, vielleicht sogar noch früher. Genau. Ein todsicheres Zeichen, dass wir jetzt den Garten gewechselt haben und jetzt bei Heinrich sind, in seinem neuen Garten, ist, wir hören die Autobahn im Hintergrund. Das rauscht ein bisschen. Rauscht ein bisschen, lässt sich nicht vermeiden. Trotzdem, hier sind die nächsten Pflanzen. Ein Teil davon, ja. Du hast Jahre gewartet, so viel Platz zu haben, dass du so viel vorziehen kannst. Genau. Hier haben wir einmal Knollenfenchel, dann hier steht drauf Gumulo Bianco. Bionda und das Red, ein weißer und roter. Bei so einem ganz kleinen Radicchio aus Italien. Klein heißt so faustgroß wahrscheinlich, ne? Oder denke ich mal, ja. Oder ich habe jetzt zum ersten Mal einen Test. Dann zwei Sorten Zichoriensalate, also Zuckerhut. Zuckerhut. Hat es mir letztes Jahr ja schon gegeben. Ja. Ich fand den bitter, aber du hast mir ja schon mal gesagt, man muss den wohl klein schneiden. Da mundgerechte Stücke schneiden und streifen oder Stücke. Dann 20 Minuten in lauwarmes Wasser rein. Wie ist das denn jetzt hier mit der Herbst-Winter-Frühjahrseinteilung? Den Fenchel, wann erwartest du den zu ernten? Den eigentlich bis Mitte, Ende Dezember. Und die Radicchios? Die habe ich jetzt zum ersten Mal, diese Gumulus oder wie die genau heißen. Da weiß ich noch nicht genau, wann die soweit sind. Und allgemein, wenn du jetzt Radicchio einen ganz normalen? Eigentlich von Herbst bis zum Frühling. Okay. Der sieht dann irgendwann unschön aus. Da die äußeren Blätter sind halt nicht mehr so. Das sieht aus, als ob es vermatscht ist. Die sind auch vermatscht, aber wenn man das erntet dann und das wegmacht, hat man innen das Herz. Das ist dann noch rot und... Das sind halt nur die äußeren Blätter. Genau. Und die Zichorien hier? Die genauso, bis zum Frühling. Okay. Irgendwann, wenn die dann anfangen zu blühen, dann wachsen die weiter, sind sie nicht mehr so ganz. Aber auf jeden Fall Pflanzen, mit denen man sich auch im Winter versorgen kann. So, wir werden heute natürlich nicht alle Pflanzen nennen können, die es gibt. Es wird noch mal ein extra Video über Feldsalat geben. Es gibt noch die Möglichkeit Spinat und Radieschen. Wenn euch das Thema interessiert, empfehle ich euch dieses Buch hier. Frisches Gemüse im Winter ernten gibt es auch bei uns im Online-Shop. Verlinke ich euch unten mal. Du kennst das noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Ja, da stehen auch noch die ganzen Sorten drin und so extra Tipps. Das habe ich dir jetzt mal mitgebracht, ach, weil du mir immer, wenn ich hier hinkomme, Jungpflanzen mitbringst. Du liest ja auch gerne schon mal ein Buch. Ja. Ihr habt vielleicht in einem anderen Video auf diesem Kanal schon mal die Etagenzwiebeln gesehen. Ja, das sind oder ewige Zwiebeln. Das sind Zwiebeln, die bilden oben Brutknollen, die senken sich ab oder meistens schon in der Luft, bilden neue Etagen und das geht dann immer so weiter. Ein ähnliches Prinzip sollen diese dieser Schlangenknoblauch oder Roggenwolle bilden. Da hattest du mir im letzten Jahr von den Brutzwiebeln. Genau, ja. 5-6 Stück oder so gegeben, hat es auch zugeschickt bekommen, ja, ne? Oder getauscht. Ja, und das ist dabei rausgekommen. Und ich war ein bisschen verwundert, dass sogar unter der Erde sich kleine Zehen hier gebildet haben. Ich hatte es ein bisschen zu lang drin und auch hier kann man jetzt sehen, hat mir mal ein Video gemacht über den richtigen Erntezeitpunkt von Knoblauch. Der ist schon ein bisschen zu lang drin gewesen. Ist jetzt nicht schlimm. Ist ja nicht für den Verkauf oder so. Denn die äußeren Häute waren alle schon weg und die Zehen sind einfach nur noch so drin. Zerfallen dann auch bei der Ernte und ist für die Lagerung dann jetzt nicht mehr so toll, aber erstmal kein Problem. Im Garten stört das so nicht. Genau. So, du kriegst jetzt die Hälfte davon. Jetzt hast du ja Platz genug, das selber. Jede Menge, ja. Und nochmal ein anderes Buch. Das ist aber keine Werbung, weil das Buch gibt es garantiert nicht mehr. Hatte ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Ist aus den 30er Jahren. Das Buch richtete sich an Fachbuch für Gärtnereien. Und tatsächlich, dieser Schlangenlauch, Rocambolen, steht hier auch schon drin. Und da wird beschrieben, des feinen Geschmacks wegen sind Rocambolen mehr geschätzt als Knoblauch. Tja, was meinst du, sollen wir das mal ausprobieren? Können wir machen. Brotzwiebeln oder Zehen? Beides. So, ich habe jetzt hier mal eine von den kleinen Zehen geschält und eine Brutknolle, ungefähr Erbsengröße. Ja. Und das traust du dich jetzt hier rohen Knoblauch zu essen? Warum denn nicht?
Viele würden sagen, Knoblauch. Scharf. Aber nur kurz. Also ich esse ja ab und zu mal, wenn ich eine neue Knoblauchsorte, dann mache ich das genauso und probiere die mal. Aber also ich finde es ein bisschen milder. Also ich fand den kurz scharf und ist quasi wieder weg, die Schärfe. Wie Knoblauch halt, ne? So. Das gibt auch Schärfe, der länger anhaltend scharf ist. Es gibt auch so ein wässriges Zeug, das schmeckt nach gar nichts. So. Der war jetzt am Anfang nicht so scharf. Nee. Die Brotzwiebeln, also allgemein ein bisschen milder. Und ein bisschen härter von der Konsistenz. Mhm. Ja, wenn ich mir die Zehengröße anschaue, in dem Buch hier steht auch drin, das soll man nicht mit frischem Dünger, da stand sogar gar nicht düngen. Zumindest kein Mist, kein frischer Mist. Ja, ich glaube, ich gebe Marcel auch mal welche. Der macht da mal richtig Dünger dran und dann ist der wahrscheinlich im nächsten Jahr dreimal so groß, genau wie mit den Etagenzwiebeln. Wahrscheinlich auch, wenn man quasi die Blüten, wo dann die Brutzwiebeln draus kommen, abmachen würde. Dann wird die auch noch größer werden. Nur ist ja der Sinn und Zweck, sind ja diese Brutzwiebeln. Stimmt. Okay, du hast noch einen Tipp für uns? Ja, also mit dem Wintergemüse oder generell mit verschiedenen Sachen, die unbekannt sind, einfach mal anfangen. Wenn man es nie anbaut, sich nie daran versucht, dann würde es ja nie klappen. Und vor allen Dingen, wenn auf den Saatguttüten manchmal steht Aussaat bis März, heißt das nicht, dass ihr das nicht auch noch mal im Oktober versuchen könnt. Gut, bei manchen Sachen ist es natürlich Quatsch. Eine Zucchini im Oktober noch mal aussetzen, das werdet ihr nicht mehr auch. Aber selbst wenn jetzt der Zuckerhut nichts mehr werden sollte, was ja nicht was passieren wird, dann könnte man immer noch die kleinen Blätter ernten. Genau. Genauso beim Knollenfenchel. Da kann man die ganze Pflanze essen. Also einfach ausprobieren. Daraus lernt ihr am meisten, mehr noch aus diesen Videos hier. Wobei wir hoffen, dass wir euch natürlich schon einiges hier vermitteln können. Aber ausprobieren, da kommt man am Ende doch nicht dran rum. So, und das war es jetzt hier von unserer Folge über diverse Wintergemüsesorten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Vergesst nicht, Heinrichs Instagram-Profil zu besuchen. Ja, werde ich auch immer aktuelle Fotos dann posten. Genau, das ist gut, weil du wesentlich mehr Sorten hast als ich. Deshalb schaut auf seinen Kanal rein. Ganz viel Garten-Content. So, und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.